Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Degusta-Box aus dem Monat Juli. Die haben wir hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Box, die Food-Produkte enthält, monatlich erscheint, 15,99 € pro Box und pro Monat kostet. Und hier haben wir so 10 bis 15 Lebensmittelprodukte drin enthalten. Ich habe dir mal den Link auch zu der Box in die Infobox gesetzt und da habe ich auch so einen ganz kryptischen, verrückten Code, womit du 6 Euro auf deine erste Box sparen kannst. Ich bekomme sie in der Kooperation, wie gesagt, zugeschickt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank, liebes Degusta-Boxen-Team, auf jeden Fall, finde ich total geil. Und deswegen darf ich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Da steht so einiges drin. Ja, Sammy hat sich hier gerade, Captain Schleich, ein bisschen zu mir geschlichen. Er findet das immer total aufregend, wenn ich Foodboxen auspacke. Ich habe meinen Hintergrund ein bisschen umgestaltet. Das Ding ist halt, dass beziehungsweise ich bin ja umgezogen, ne, von unten nach oben und habe jetzt heute meinen Hintergrund finalisiert. Ich habe jetzt auch zwei Lampen angebracht. Ich habe Drehtag. Ihr könnt euch gerne die Videos der vergangenen Tage mal anschauen, wo ich dann auch dieses Outfit anhabe, dieses Gedönsen im Gesicht habe. Da habe ich immer mal wieder jetzt die Kamera umgestellt. Ich habe Lampen umgeändert und so weiter. Da könnt ihr mir gerne unter das Video oder unter irgendein Video schreiben, was ihr super fandet vom Setting her oder was ihr euch anders wünschen würdet oder so, ne? Ich versuche dann auch so ein bisschen das Optimum zu finden. Sammy kann leider nicht in den Hintergrund, weil ich das hier in diesem Zimmer etwas anders organisieren werde. Denn ich werde ja Mitte November Mama. Und ja, dann ist quasi hinter der Kamera auch ein bisschen Platz, dass ich da eine Wiege und sowas hinstellen kann. Also quasi fürs Baby. Und ja, da ist dann halt auch Sammys Platz, also quasi hinter der Kamera und nicht vor der Kamera. Das musste ich halt ein bisschen, ne, umdisponieren, aber ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung. Ihr seht auf Instagram immer wieder Sammy und könnt uns da immer wieder begleiten auf unserer Reise durchs Leben, sage ich jetzt einfach mal. Ja, genau. Und dann schauen wir jetzt mal in die Degusta-Box aus Juli rein. Ich bin super gespannt. Ich mag immer sehr, sehr gerne diese Geschmacksreise, auf die wir mitgenommen werden, ne? Und jetzt ist natürlich Sommer. Also jetzt, wo ich das Video drehe, heute an meinem Drehtag, 9. Juli, ist es nicht ganz so warm. Wir haben es jetzt gerade mal 19 Grad. Es geht vollkommen klar. Super Wetter zum Drehen. Deswegen habe ich heute auch gesagt, ich mache das, dass ich ganz, ganz viele Videos abfilme. Aber nächste Woche soll es in Deutschland, also Mitte Juli, soll es in Deutschland bis 42 Grad werden. Und da habe ich mir gedacht, puh, drehe ich mal ein bisschen was vor, ne? Ich glaube, das macht durchaus Sinn. Und jo, so kommt die Box hier immer an. Die ist richtig schwer. Ich glaube, da sind ganz viele Getränke drin, was natürlich dann auch passend ist, ne? Und hier steht öffnen, freuen, genießen und teilen. Der kleine Mr. Bau hat sich jetzt auf die andere Seite gesetzt. Das ist, ich habe ihn einfach unheimlich lieb, ne? Der passt jetzt auch echt auf mich auf und er passt auch auf sich auf, dass er genug Aufmerksamkeit bekommt. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Was auch ganz gut ist. Jo. So, eine Nebenwirkung von Nebenwirkung vor allem, eine Nebenerscheinung meiner Schwangerschaft ist tatsächlich, dass ich unheimlich schlecht träume. Mag auch daran liegen, dass ich ziemlich viele Horrorfilme gucke, aber das habe ich ja vorher schon. Aber jetzt habe ich halt echt viele Albträume und dann bin ich letztens auch mit einem lauten Nein-Ruf wach geworden. Und ich konnte gar nicht so schnell gucken. Als ich dann halt wach wurde, war direkt Sammy bei mir am Bett und hat auf mich aufgepasst. Und jetzt gerade legt er sich halt auch genauso hin, dass er mir ins Gesicht gucken kann. Das ist so ein süßer Hund, wirklich, ne? Okay, genussvoller Sommer ist hier die Motto-Geschichte von dem. Ja, wenn ich hier so überfliege, sehe ich direkt ziemlich viele Getränke. Ich persönlich finde das jetzt gerade passend, ne? Also wenn die jetzt super viele Schokoladensachen oder so hier reinpacken würden und dann die Hitzewelle kommt, dann bist du echt gekniffen, ne? Also deswegen, Getränke finde ich gut und passend. Also wir haben ja auch immer ja, so ein paar Infos halt zum Abo und so, ne? Dass du halt was gewinnen kannst zum Beispiel. Und was ich auch geil finde, du hast hier immer Rezepte drin enthalten, die dann auch sich an die Produkte richten, die auch in der Box drin enthalten sind. Ich finde es cool, ein bisschen Werbung ist mit am Start. Gut, die Box muss ich auch finanzieren, weil wir haben hier meistens einen Warenwert von über 20 Euro drin.
Und dementsprechend haben wir immer eine Win-Geschichte, ne? Also, dass du quasi immer Geld sparen kannst, dafür aber halt eine Überraschungskiste hast, ne? Als erstes Produkt nehme ich das hier einfach mal kurz raus, weil da wird mein Freund sich hart drüber freuen. Also, ich kann gar nicht so schnell gucken, wie das leer sein wird. Es ist eigentlich eher eine Süßigkeit, das wissen wir, glaube ich, alle. Aber er war heute extra einkaufen, um sich noch Müsli zu holen. Also, Müsli ist gut, ne? Halt so Cerealien-Gedönsen. Hätte ich das gewusst, ne? Hatten wir hier in der Box Salted Caramel und Schokolade, Chocolate Lion. Ja, die wird ja hart feiern, das weiß ich jetzt schon. Und da, also das ist halt echt immer so cool, ne? Wir haben ja manchmal so Produkte drin enthalten, wo ich einfach denke, geilomat, im Laden nimmst du die nie mit, warum auch immer, wahrscheinlich, weil die zu ungesund sind. Hast du dann aber mal in so einer Box drin enthalten und freust dir einen Keks und das ist der absolute Genussmoment, wenn du dir das dann abends mal reinlöffelst, ne? Ich find's cool. Also, da wird mein Freund sich auch hart drüber freuen. Sammy, das ist leider keine Hundebox, es tut mir leid. Mausi hat schon wieder die Position gewechselt, frag mich. Keine Ahnung, was mit dem ist. Hier haben wir wieder die Info, das finde ich geil. Limitierte Auflage, Degusta-Box Cold, jetzt Sonderpreis sichern, die Degusta-Box Cold. 17% Frühbucherrabatt hasse ich hier am Start. Schaut auf jeden Fall mal auf der Homepage vorbei. Hier sind 11 Produkte dann in der Coldbox enthalten. Und da ist richtig alles ja, mit Kühlpacks und so weiter, ne? Dass dann auch alles gekühlt bei uns zu Hause ankommt. Finde ich mega geil. Und für 14,99 €, also 1A. 1A, da ist ein Aufschnitt mit dabei, da ist immer ein Joghurt mit drin und so, ne? Könnt ihr euch gerne mal das Unboxing angucken, das habe ich euch wahrscheinlich auch eben schon verlinkt, was ich so bei der letzten Codebox gemacht habe. Das ist immer eine schöne Specialbox, genauso wie der Adventskalender, das ist ja auch ein Specialboxen-Ding, ne? Der müsste auch wahrscheinlich, ich denke, im September wird hier ein Flyer drin sein, dass man den bestellen kann. Ja, auch immer so ein richtiger Klopper. Da freuen sich auch immer die Menschen drüber, weil der halt auch echt imposant ist. Das weiß ich auch von Freunden, die haben sich den mal geholt und hatten den auch richtig geil so in der Küche stehen, ne? Das ist dann auch für die ganze Familie so ein schöner Moment, wenn man das dann zusammen aufmacht und so. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist nur halt echt limitiert und dann schnell ausverkauft. Okay, wir haben jetzt zwei Manna-Dinger drin. Da bin ich persönlich nicht so ultra Fan von. Ich weiß nicht, damals, als man so einen Eisbecher hatte und dann dieser... Das waren ja auch so eine Art Manna-Waffeln, ne, da oben drin stecken hatte. Das war nie so meine Welt. Ich weiß nicht warum. Muss ich meinen Freund mal fragen, ob er das mag. Sonst, ja, werden wir das halt spenden, ne? Also 110 Gramm sind hier drin enthalten. Limette Knuspino habe ich hier einmal als Sorte. Ist natürlich sehr erfrischend und sehr lecker für den Sommer, ne? Das ist wirklich cool. Und Schokolade Knuspino haben wir hier auch noch drin enthalten. Das ist, glaube ich, eher was auch für meinen Freund, weil der auch so ein Schokofreund ist, ne? So ein Schoko-Junkie. Aber wie gesagt, für mich ist es leider nicht ganz so das Optimum. Dann habe ich hier Saatencrisp von Brand drin. Das finde ich cool. Das ist so eine schöne mal eben zwischendurch Geschichte für mich, weil ich habe jetzt ja immer mal wieder auch Heißhungerattacken, deswegen macht das echt Sinn. 72% Saatenanteil, das macht dann halt eigentlich auch länger satt, ne? Kürbiskern und Leinsamen haben wir hier drin, Proteinquelle, ja, also sieht auf jeden Fall sehr schmackhaft aus, da kann man sich dann irgendeinen Aufstrich drauf machen oder das halt auch pur essen, ne? Das ist halt auch eine Möglichkeit. Die packe ich mir auf jeden Fall griffbereit. Also hier habe ich jetzt schon in meinem Schminktisch, wow, schon einiges an Snacks so drin. Aber das hier werde ich mir dann unten mal hinpacken, da wo ich auch meine Videos schneide, dass ich das dann immer griffbereit habe. Ne? Ist immer sehr wichtig, weil wenn ich dann nichts esse, wird mir schlecht. Das ist einfach total verrückt. So, dann habe ich hier von Cirio Toskana Tomatenstückig mit Basilikum. Ja, die hätten wir jetzt letztens auch sehr gut gebrauchen können, weil mein Freund eine Spaghetti Bolognese gemacht hat. Da hatte der einfach mal wieder Bock drauf. Und dann machen wir uns manchmal halt auch einfach die Fertiggeschichte. Und ja, da kommt sowas immer ganz gut, wenn du dann halt diese Fix- und Fertiggeschichten dir zubereitest, ne? Da einfach ein bisschen was Frisches reinzumachen. Das ist eigentlich da echt optimal, ne? Und sowas habe ich dann immer ganz gerne bei uns in der Absteckkammer, dass wenn dann mein Freund auf sowas Bock hat oder ich auf sowas Bock habe, dass man sich dann eben so eine Dose halt nehmen kann, die mit in die Soße reinmacht und dann hast du alles irgendwie ein bisschen frischer. Und ja, theoretisch könnte man auch einfach zum Beispiel diese Dose nehmen, wenn ich jetzt einen Bock auf Nudeln kriege oder so, ne? Altes Hausrezept von meiner Mom, sage ich mal. Da gab es ja, tatsächlich. Und die Tomatensoße, die wir gemacht haben, die war halt mit einer Mehlschwitze und mit Milch immer angerührt. Also das war eine richtig
schöne, helle Tomatensoße. Und dann nimmst du dir halt wirklich solche stückigen Tomaten, machst da einen Schuss Milch mit rein, ein bisschen Mehl mit reinrühren, dass es ein bisschen dicker wird, ne? Vielleicht vorher noch eine Zwiebel anbraten, dass du da eine Süße auch mit dabei hast. Das war halt wirklich so unsers. Also so bin ich groß geworden. Und ich bin groß geworden. Ich bin 1,73 Meter. Das Baby tritt gerade. Und ja, deswegen, also das ist, es ist lecker, wirklich. Und sowas, wie gesagt, ist für mich eine total praktische Geschichte. Und wir haben halt bei der Degusta-Box halt sowohl diese Basic-Sachen, wie jetzt stückige Tomaten mit drin, als halt auch diese außergewöhnlichen Produkte, wie jetzt diese Laien-Gedönsen-Sachen, ne? Ich finde das cool. Dann habe ich hier was mit drin enthalten von Vegeta Bio, Würzmischung mit Gemüse. Die hatten wir jetzt öfter schon mal mit drin. Ich muss aber gestehen, dass ich die noch nicht wirklich so groß in Einsatz genommen habe. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil wir halt diese ganzen Just Spices Gewürze auch haben und da greifen wir dann eher zu, als zu so einer Packung, weil die ist zwar wieder verschließbar, aber es ist halt nicht so sexy, oder? Weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. 120 Gramm sind hier drin enthalten, weil sowas kannst du natürlich auch einfach mit den stückigen Tomaten zusammenmischen oder einen Teil von dieser Würzgeschichte, ne? Und hast dann halt auch so eine Art Soße. Machst ein bisschen Milch oder Wasser mit rein und ja, genau, ja, kann man eigentlich echt als Soßengrundlage quasi verwenden. Ja, Getränke habe ich hier auch mit drin, die lasse ich direkt hier oben stehen, weil ich das öfters mal habe, dass ich hier oben, also wenn ich hier drehe, dann trinke ich mein Glas halt recht schnell leer. Gut, da hinten zieht mein Tee noch ein bisschen, aber ne, dass ich dann auf einmal dann doch relativ großen Durst bekomme und dann stelle ich mir das hier zur Seite. Fürslauer Himbeere habe ich hier drin, ohne Zuckerzusatz, ohne Kalorien. Ja, es ist mir relativ pelle. Für mich ist es halt wichtig, dass es irgendwas ist, was halt meinen Durst stillt. Und ja, weil unten haben wir echt ja ne, alles Mögliche an Getränken, wo dich man eben schnell zubereiten kann. Hier oben ist halt noch echt Baustelle. Also Plan ist, dass wir hier auch so eine kleine Mini-Küche mit einer kleinen Kaffeemaschine oder so einrichten und einem kleinen Waschbecken, dass ich mir dann, oder einen Wasserkocher oder so, dass ich mir ein bisschen was hier auch machen kann. Aber das ist halt alles noch nicht. Also bis auf diesen Raum ist hier oben echt noch nicht viel gemacht. Und das ist halt Baustelle pur. Deswegen, ja, stelle ich mir das einfach zur Seite. Ich finde es schön, ne? Also Fürslauer ist auch eine ganz leckere Geschichte. Mag ich gerne leiden. Ja, genau, deswegen. Ne? Das nimmt man sich auch gerne mal mit, wenn man bei DM sowieso ist. Deswegen ist es ganz praktisch. Dann habe ich hier was drin. Was ist das? Mate, original, erfrischendes Mate-Teegetränk, extra viel Koffein. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das aktuell darf. Ja gut, meine Frauenärztin, meine Hebamme und so, die haben auch alle gesagt, im Prinzip müsste ich oder dürfte ich tatsächlich auch noch mehr Kaffee trinken, als ich es jetzt aktuell mache. Ich trinke jetzt aktuell 1 bis 2 Tassen am Tag. Aber ich habe halt super niedrigen Blutdruck und ja, bin dementsprechend halt auch echt viel müde. Und ja, da wurde halt auch gesagt, theoretisch dürfte ich auch einfach mehr, ne? Es ist überhaupt kein Problem. Das heißt, das dürfte ich dann wahrscheinlich auch. Aber Mate spricht hier echt dafür, dass es super viel Koffein immer drin hat, ne? Muss ich mal wirklich recherchieren. Wie viel ist denn da? Agavendicksaft ist auch interessant, ne? Frisch und munter wie du. 30 Milligramm pro 100 Milliliter. Achso, für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Alles klar. Übrigens fehlt hier ein F. Nicht empfohlen. Also wird das auf jeden Fall nicht hier bleiben. Vielleicht trinkt mein Freund das dann. Schade, Schokolade, ne? Aber gut, halt nicht. Ich fand die Dose so hübsch. Achso, wo kam das übrigens weg? Hat das übrigens irgendwie eine Marke oder so? Hätte ich ja auch dazu sagen können, ne? Thomas Henry GmbH aus Berlin. Kenne ich jetzt so nicht. Kennst du die, Sammy? Nö, ne? Okay, so. Dann gehen wir weiter. Das darf ich, glaube ich, auch aktuell nicht, ne? Nee. Blaubeere Fruchtsekko, richtig lecker. 8% Alkohol. Sowas mag ich richtig, richtig gerne. Oh mein Gott, ja. Also ich habe überhaupt nichts drum bei, dass ich aktuell keinen Alkohol trinke, weil ich trinke ja eh nicht viel Alkohol. Also so generell ist das nicht so meine Welt mehr, ne? Aber ja, Blaubeerfruchtsekko ist schon eine geile Sache. Und dann vor allem jetzt im Sommer und wir haben ja auch Beeren bei uns, die jetzt auch gerade echt Früchte, also Beerensträucher, die jetzt auch gerade Früchte tragen. Und dann nimmst du das schön gekühlt aus dem Kühlschrank, machst dir vielleicht noch ein paar frische Beeren damit rein aus dem Garten, dann noch ein Minzblättchen oder so, was wir halt auch bei uns frisch aus dem Garten haben, ne? Das ist richtig, richtig geil. Das ist für mich halt auch das, was ich als Zuhause empfinde. Jetzt nicht den Fruchtsekko, aber halt, dass ich durch den Garten gehen kann und dann mein Essen oder mein Getränk eben mit dem verfeinern kann, was ich zu Hause
in meinem Garten habe. Ne, Sammy? Es ist so krass. Ich liebe es einfach. Deswegen, also das wird einfach bei uns dann kaltgestellt. Ich weiß ja auch im November, da wird dann ja auch hier Kindpinkeln und so ein Kram sein. Ne? Da wird dann ja, okay, es ist so eine wundervolle Tradition bei uns. Hat die Frau nichts mit zu tun, weil Frau und Kind sind dann meistens noch im Krankenhaus. Aber dann ist ja dann zu Hause bei uns Kindpinkeln. So ein, zwei Tage, nachdem das Kind auf die Welt gekommen ist. Und dann müssen die Männer sich immer drum kümmern. Auch sehr interessant. Ne? Ich weiß nicht, gibt es solche Traditionen bei euch auch? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Wir sind ja hier echt bei uns auf dem Land so, dass wir so gut wie jede Tradition, so gut wie jede Möglichkeit zum Saufen, die es gibt, mitnehmen. Weil hier nicht so viel geht. Ne? Ja, wir sind da halt echt traurig unterwegs. Ne? Ich finde es super. Ich finde es echt super. So, Eistee habe ich hier auch noch drin. Pfirsich-Koffein. Okay, von Rauch habe ich das hier drin. Ja, okay. Okay, Pfirsich-Koffein ist auch interessant, ne? Da weiß ich jetzt auch nicht, wie viel Koffein hier drin ist. Das muss ich dann auch wieder recherchieren. Tee, weiß man nicht, ne? Energie, Eiweiß, Hagebutte. Nom. Lecker, lecker. Ja, aber ich glaube, das ist einfach nur genereller Eistee. Ich mag Pfirsich-Eistee, finde ich lecker. Und wahrscheinlich Koffein. In dem Sinne, dass hier extra viel Koffein drin ist, aber hier ist jetzt kein Hinweis drauf, dass man das als Schwangere nicht trinken darf. Deswegen lasse ich das hier auch oben einfach mal stehen. Ja, ne? Weil so ein bisschen kann man sich auch mal gönnen. Wobei, dann wird es ganz schön warm, wenn ich das alles hier oben stehen lasse, ne? Ich schaff das. Weil hier oben ist immer noch so ein bisschen wärmer als unten tatsächlich warm. So, dann habe ich hier, glaube ich, schon das letzte Produkt. Auch das ist ein schweres Produkt. Aber, oh, das mag ich gerne. Das hatten wir auch schon öfters drin. Also quasi von der Marke. Bon Maman passiert Erdbeere. Richtig lecker. Okay, für mich ist das eine Nudelbox. Weil ich euch gerade auch schon ein Nudelrezept verraten habe. Und ein weiteres Nudelrezept, mit dem ich wirklich groß geworden bin, ist, dass man sich einfach Nudeln kocht und dann Marmelade drüber macht. Ich liebe es. Es ist für mich auch wiederum nichts, wo man sagt, hö, die ist schwanger, deswegen isst die sowas. Nee, das habe ich halt als kleines Kind auch echt viel gegessen. Und ja, mega geil. Also jetzt haben wir mal wieder so ein bisschen Nachschub an Marmelade. Und jetzt gucke ich mal drüber, also vor allem passiert finde ich auch ganz cool, ne? Also dass du quasi keine Stückchen drin hast. Manchmal mag man das ja nicht so gerne. Und ich persönlich finde einfach, es lässt sich schöner streichen, wenn du keine Stückchen drin hast. Oder halt auch als Soße für Nudeln verwenden. Ich esse auch super gerne einfach so ein Toast oder Brot, wie auch immer, Toastbrot. und mache mir dann so ein bisschen Frischkäse drauf, also ganz normalen Frischkäse ohne Kräuter oder sowas. Und dann mache ich mir da drüber ein bisschen Marmelade. Oh, richtig geiles Essen oder geiles Frühstück, geiles Abendbrot. Jetzt im Sommer, wenn es halt so warm ist, ne? Weil es so frisch ist und so. Ich mag es gerne. So, jetzt wollte ich euch nämlich sagen, ob es noch Alternativen gegeben hätte. Und zwar, beim Eistee hätte es noch alternativ Tropical gegeben. Ich habe hier ja die Pfirsichsorte und ich finde Pfirsich eigentlich ganz gut, weil Pfirsich-Eistee trinke ich wirklich gerne. Dann hätten wir als Alternative bei dem Föslauer noch die Zitrone haben können, was ich persönlich jetzt als erfrischender gefunden hätte für den Sommer. Ne? Wobei Himbeere ist halt einfach mal was anderes, finde ich auch ganz geil. Und ja, ansonsten. Wir haben alle das Gleiche drin. Ja, das finde ich auch schön. So, gucken wir mal. Wieder coole Produkte. Es sind gar nicht so viele Getränke. Es sind halt, hier ist so ein großer Fruchtsäcke, klar, ne? Der ist natürlich ein bisschen schwerer. Aber wir haben leckere und geile Produkte drin. Ich habe schon wieder irgendwie so Ideen zum Kochen und Ideen zum mal was anderes essen und so, ne? Und das feiere ich eben so. Übrigens kann man natürlich die Marmelade auch mit dem gelieferten Saatencrisp zusammen essen. Klar, macht auch durchaus Sinn, ne? Ich finde es geil. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Degusta-Box so findet, ob die euch diesen Monat halt auch so überzeugt hat, wie sie mich überzeugt hat. Klar sind hier ein paar Produkte drin enthalten, in dem Sinne ja zwei, die ich jetzt aktuell halt nicht zu mir nehmen kann. Aber ja, ansonsten, es sind schon coole Sachen. Ich mag das, diese Geschmacksreise, wie schon gesagt, ne? Schaut da gerne mal in der Infobox vorbei, da habe ich euch auch einen Link reingesetzt, falls ihr Bock auf die Box habt und die einfach mal ausprobieren möchtet. Und das war es jetzt hier von mir und der Degusta-Box aus dem Monat Juli. Wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Karton ist irgendwie hier.
Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!